So, dann kommen wir zum zweiten Part von dem Video. Und in diesem Part geht es jetzt vor allen Dingen um das, ne, habe ich hier, ja, zum Zusammenbauen. Und beim Zusammenbauen machen wir als allererstes einen sogenannten Inselbetrieb. Inselbetrieb heißt quasi nichts anderes, als dass ich mal kurz die Kamera umstelle. Da so. So, mal gucken, was ihr es ordentlich seht hier. Und zwar die Komponenten, die man im System braucht, allen zwingendsten, damit ein System überhaupt läuft. Also quasi das Minimum so zusammenbauen, dass es lauffähig ist, und dann testen, ob es lauffähig ist. Das heißt, Netzteil, ne, Strom geben. Wichtig bei sowas, erstmal dafür sorgen, dass der Schalter aus ist. Wenn das Netzteil keinen Schalter hat, dann den besten Stecker auch erstmal rauslassen. In meinem Fall hat er den Stecker, also kann ich Stecker auch rein, einen Schalter, also kann ich Stecker auch reinstecken. So. Jetzt werden die Kabel verbunden. Das ATX-Kabel, also der 24-Pin-Stecker, der ist ja bereits fest montiert, also machen wir den noch als erstes, weil der sowieso am schwerfälligsten ist. Wichtig darauf achten ist, ihr habt hier immer ne, 20 plus 4 bei manchen Netzteilen. Und bei dem Modell zum Beispiel ist es so, dass an dem 4-Pin-Stecker zwei so kleine Nasen dran sind. Das heißt, ihr müsst den bereits hier mit einfädeln, weil ihr kriegt, wenn der drinne steckt, kriegt ihr den nicht mehr reingesteckt. Das heißt, ihr müsst entweder erst den reinstecken und dann den reinstecken oder beide gemeinsam reinstecken. Ist ein bisschen blöd, aber ist halt so. Ich verstehe auch den Sinn dahinter, aber naja. So, jetzt haben wir hier diese komische Feedback Peitsche von dem Netzteil. Bin ich persönlich eigentlich kein Freund von. In unserem Fall kommt es aber relativ handy, weil das BIOS, was hier drauf ist, auf dem Motherboard, hat leider die Macke, oder naja, es verlangt, dass bei dem Sysfan 2 Header, Sysfan 1 Header, bei dem hier, ein Lüfter drin steckt. Ansonsten gibt es Fehlermeldungen beim Starten. Von daher können wir da der gleich das Ding hier reinstecken. Dann denkt er hat einen Gehäuselüfter, obwohl es bloß das Ding ist. Übrigens, warum wir jetzt das Teil nutzen und das andere Motherboard, ist ganz einfach deswegen, weil bei dem anderen Motherboard, wir haben leider nur Mother, also die beiden Motherboards haben leider nur P4-Stecker. Ja, diese kleinen vierpoligen. Das Motherboard hat zwar einen vierpoligen Stecker, aber ich habe das Kabel dafür nicht. Ich habe bloß das 8. Diesen P8-Stecker, der hier gelb ist. Und dementsprechend muss ich hier einen P8-Stecker reinstecken, was funktioniert. Es ist elektrisch kompatibel, weil ja der P8 nichts weiter ist als ein erweiterter P4-Stecker. Allerdings muss er natürlich auch physisch reinpassen. Und der hat hier auf der entsprechenden Seite hat der Platz, während bei dem anderen Motherboard dort eine Spule ist, die das physische Reinstecken unterbindet. Leider. Deswegen muss es jetzt doch das Board sein, auch wenn hier der Dreikerner, glaube ich, drin ist. Das Ding hat zwar schon Onboard, interessiert uns in dem Fall aber nicht. Wir testen gleich mit der Grafikkarte, weil das ja auch unser späteres System sein soll. So, das heißt, wir setzen die Grafikkarte auch gleich mal ein. Normalerweise packt man den irgendwie auf den Karton drauf, damit das Ding ein bisschen höher ist. Weil wenn man die Grafikkarte jetzt so einsetzt, hat man das Problem, dass diese beiden Nasen, die hier unten sind, die gucken hier quasi raus und drücken das Motherboard nach oben. Beziehungsweise, wenn man die Grafikkarte einsetzt und das Motherboard hinlegt, dann drückt man damit die Grafikkarte raus. Deswegen da ein bisschen aufpassen, dass das auch ordentlich drin steckt. Spätestens beim Einschalten darauf achten, dass die Grafikkarte noch ordentlich drin steckt, oder halt nochmal nachdrücken. So, jetzt brauchen wir die Strompeitschen. Passt. So, nein, wir brauchen natürlich nicht alle. Wir brauchen nur die beiden roten. Also dich, genau, dich brauchen wir auch noch. Du bist die. Einmal GPU, einmal P8. Dann brauchen wir nochmal GPU. Das bist du. Und dann brauchen wir noch. Nö, mehr nicht. Das andere hier ist für CD-ROM-Laufwerke und Festplatten, die wir noch nicht haben. Also noch nicht dran haben. So. So. Rot geht an Rot. Warum die hier auf der Seite blau sind, keine Ahnung. Das verwirrt normalerweise nur. Denn die Stecker bei der Grafikkarte sind im seltensten Fall blau.
Vor allen Dingen, weil hier auch ein Stecker ist, der blau ist. Das heißt, vielleicht denken die Leute, ich muss das da reinstecken. Weil dann kriegen sie einen Herzinfarkt. Weil das Netzteil einen Herzinfarkt bekommt. Und dann haben alle einen Herzinfarkt. Und davon hat keiner was. So. Stecken wir die beiden Stecker rein. So. Grafikkarte hat Strom. Motherboard hat Strom. Aber die CPU braucht noch seinen extra Strom. Mit dem von uns gedachten P4-Stecker, der in Wirklichkeit ein P8-Stecker ist, was aber keiner weiß. So, Problem ist auch, das Einrasten funktioniert nicht. Das heißt, wenn wir es dann später wirklich fest einbauen, müssen wir dafür sorgen, dass auf dem Kabel kein Zug entsteht. Nicht, damit er dann während des Betriebs einfach rausrutscht. Weil so an sich ist er schon relativ fest drinne, ja, aber ist halt jetzt nicht gegen Zug geschützt. Da muss man dann drauf achten. So, jetzt ist eigentlich alles für den Standalone-Betrieb fertig. Das heißt, ich muss jetzt mal ganz kurz HDMI-Kabel an den Bildschirm anschließen, der da ist. Damit ihr auch was seht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt genau mache. Ist das nicht aufregend? Erstmal muss ich die Kamera ein bisschen runterfahren. Ich sehe jetzt hier meine wunderschöne Haarpracht. Seid stolz drauf. Sonst kriegt ihr sie nicht zu sehen. So. Klar, schon hier alle Kabel hier ein, Ronny. Das macht voll Sinn. So. Und jetzt sehen wir. Oder ich nehme mal ein bisschen direkt diesen Bildschirm. Den brauche ich selber. Jetzt nicht für OBS. Kann die Kamera bitte einfach mal stabil stehen? Ungefähr so. Zum Beispiel. Die fällt garantiert gleich runter. Ich weiß jetzt schon. So, so. So, jetzt brauchen wir noch ein HDMI-Kabel. Das muss ich jetzt hinten am Bildschirm anschließen. So. Und nun geh schon rein. Ach, falsch rum. Ach, leck mich doch. Da verlässt man sich einmal auf seine Erinnerungen und dann sind die Erinnerungen auch noch kolossal falsch. So, da kommt das Kabel. Und ja, ich habe zwar HDMI-Capture-Karten, diese USB-Karten. Das Problem ist nur, ich kann die nicht mit OBS im Nachhinein verwenden, weil dann bei OBS das Audio rumspackt und man dann nichts mehr hört. Dann ist der Ton einfach mal weg, weil OBS seine komischen Soundeingänge nicht gebacken bekommt. So, das Ding kommt hier an den HDMI-Ausgang. Angeschlossen ist es an den Bildschirm. Das heißt, wir feuern den Rechner jetzt gleich mal an. Erstmal, ne, da hinten schön einschalten. Ja. Manche Motherboards haben so eine LEDs drauf, also neuere Boards haben eigentlich alle LEDs drauf, die jetzt in dem Moment angehen würden. Nicht erschrecken. Das Board hat das noch nicht. Hier muss man einfach hoffen, dass Spannung anliegt. Und wenn nicht, dann hat man halt Pech. Dann merkt man das spätestens, wenn man es versucht einzuschalten. So. Grafikkarte steckt drin. Grafikkarte steckt noch im Motherboard. Strom ist überall dran, alles. Dann können wir jetzt das Ding einschalten. Das Problem ist nur, dieser zum Einschalten braucht man ja diesen I.O.-Header, der da ist. Dieser ist aber leider unbeschriftet, weil das Ding ein Dell-Motherboard ist. Und da muss man jetzt einfach wissen, dass Pin 8 und Pin 9 die spannungsführenden, also die Pins sind, die man kurz schließen muss, um das Ding einzuschalten. Man kann auch gucken, ob man im Internet, da hatte ich irgendwo mal, warte mal kurz, finde ich das jetzt auf der Schnelle mit Google-Suche? Lalalalalala. Das wird meine Wahl, Soft MA785R, genau, das bist du. Einfügen, Google-Suche. Ah, ist es ja schon, genau. So. Also ich kann einfach mal umschalten hier. Da. So, hier hat man jetzt das Pin-Out von dem Stecker. Und Pin 8 und 9 ist der Power-Switch. Ah, die müssen wir kurz schließen, damit das Motherboard angeht.
So, wir bleiben jetzt bei Kamera 3 und gucken mal, ob die Lüfter denn auch angehen, wenn ich die beiden kurzschließe. Zum Kurzschließen kann man jedes beliebige Metallstück nehmen. Man sollte nur darauf achten, dass es nicht so groß ist, dass man damit gleich alles hier kurzschließt, sondern dass man punktuell angreifen kann. So, Rechner geht an. Gleich müsste er piepen, weil er hat einen eingebauten Piepser. So, wir schalten mal den Bildschirm hier um. Auf HDMI. Gucken, ob da was kommt. Und wie die sehen, sehen sie nichts. Das ist natürlich sehr schade. Stecker sitzen alle. Gut, dann machen wir noch mal ein Reset. Mal jetzt gucken hier. Ich habe den Bildschirm ausgeschalten. Ich schon wieder. Manchmal könnte ich mich aber auch echt selbst schlagen. Na komm, geh an. So. Nein. So, jetzt. Aha, da haben wir ja schon die Sachen vom BIOS. So, ja, Keyboard fehlt, ist klar. Harddisk fehlt, ist auch klar. Frontpanel not detected. Ich weiß nicht, woher er das merkt. Weil normalerweise kommt an die Frontpanel bloß die Taster. Dass die fehlen, kann man nicht merken, weil die haben keine Last. Man könnte höchstens merken, dass da keine LEDs dran sind, also die Power-LED, dass da kein Strom gezogen wird. Das könnte man merken. Trotzdem sehr seltsame Meldung, kann ich so auch nicht. Typisch Dell. Der CMOS-Batterie scheint leer zu sein, also die BIOS-Batterie. Und ja, die anderen beiden Sachen sind bloß Hilfeschreie, dass man was machen kann, aber nicht muss. So, genau, F1 kann man nämlich einfach sagen für Continue. Können wir aber auch nicht drücken, weil ganz oben Keyboard Failure. Man hat ja gar keine Keyboard. Also warum, wie soll man bitte schön F1 drücken, um fortzufahren? Das schließt sich mir nicht ganz, ist für uns aber erstmal egal. Auf jeden Fall wichtig ist die Erkenntnis, dass das alles funktioniert. Netzteil funktioniert, sonst hätten wir jetzt hier keinen Strom und alles wäre aus. Grafikkarte funktioniert, zumindest der 2D-Teil. Sonst hätten wir keine Ausgabe. Und dieses Motherboard mit CPU funktioniert, sonst hätten wir auch kein Bild mit Ausgabe irgendwas. Das heißt, dass wir das hier sehen, ist das Zeichen dafür, dass soweit alles funktionieren sollte. So. Ausschalten können wir jetzt einfach so machen, weil es ist ja noch kein Betriebssystem geladen. Das heißt, runterfahren gibt es nichts. Also klauen wir den hinten einfach mit dem Schalter den Strom. Und schon ist das Ding aus und der Bildschirm müsste gleich wieder umschalten auf DP. Also auf DisplayPort. Und macht er? Macht er? Ja, macht er. So. Dann mal wieder DisplayPort. So, weil der Bildschirm kurz aus war, hat hier Ubuntu die Sachen rumgeschoben. Du musst nach da, Dankeschön. Alles andere stimmt aber. Sehr gut. Die Kamera mit ihrem Weißabgleich, der ist ja komplett hier Flimmerparty. So, wir wissen, scharf gestellt ist so. Gut. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die Komponenten in das Case einzubauen. Und damit quasi mit dem Hardware-Zusammenbau beginnen, was wir in diesem Teil machen wollten. Primär. Ne? Letzter Teil war die Vorstellungsrunde und jetzt kommt so. Muss ich die Beine wieder hochfahren hier? Wartet mal ganz kurz. So. Ich wünschte, ich hätte so eine Dachmontierung, wo ich eine Kamera da oben festmontieren kann. Habe ich aber nicht. Von daher muss die Kamera jetzt einfach mal so hier hochgeschoben werden. So, jetzt noch da. Autofokus des Grauen. Schon hell hier. Okay. So, jetzt, Alter, ist hier komplett rumgewickelt. Was denn hier los? So, bitte. Dankeschön. Aua. So, und einmal nach unten gucken. Perfekt. So ist das geil. Okay, so. HDMI-Kabel kann raus. Strom ausgeschalten ist. Das heißt, wir können jetzt hier gefahrenlos alle Stecker ziehen.
Vor allem jetzt noch gleich den Stromstecker, weil wir müssen ja sowieso das Netzteil ins Gehäuse einbauen. Also brauchen wir da eh keinen Strom mehr. Dann ziehen wir hier alle Kabel raus. So, und wichtig ist bei einem fliegenden Aufbau, bevor man jetzt hier dran versucht rumzurüppen und die Kabel rauszuziehen, weil die gehen relativ schwer, sollte man erstmal einfach die Grafikkarte an sich rausziehen. Da kann man die schon in der Hand halten, kann hier alle Stecker rausziehen, ohne dass man den Stecker hier unten zu sehr belastet mit der Aktion. Ja? So, Grafikkarte ist frei, die Kabel sind runtergefallen, Schwerkraft funktioniert also auch noch. Das Kabel muss hier raus, ist ja nicht mehr arretiert, können wir also einfach rausziehen. So, die Kabel kommen alle zur Seite. Und wir können jetzt anfangen, hier die Sache, also ja, der große ATX24-Port-Stecker muss noch raus. Dieses Biest, was immer super drinne steckt. Und natürlich noch die Feedback-Schleife, Feedback-Peitsche von dem Lüfter. Müssen auch raus. So. Gutchen, jetzt können wir die Sachen erstmal zur Seite packen und das Gehäuse holen. Ich schalte mal hier ganz kurz um auf. Nein, du bist falsch. Da, perfekt. So, genau. Gut. Dann die Kabel kommen am besten erstmal. Achso, ein Kabel ist runtergefallen. So, du kommst nach da. Die Grafikkarte kommt erstmal nach da. Das Kabel kommt nach da. Schöne Armkabel, die nicht runtergefallen sind. Das Netzteil kann eigentlich auch erstmal weg. Ich packe am besten Grafikkarte und Netzteil erstmal wieder aufs Bett. Da stehen sie am wenigsten und sind am wenigsten Gefahren ausgesetzt. So, das Gehäuse. Wieso habe ich eigentlich die Kamera umgeschalten? Kann man das mal irgendjemand erklären? Nein, Mann, da. Nein, da. Goddammit. So. Upsi-dups. Der schöne LED-Button. So. Da ist das Case und rührt sich nicht. Und liegt auf dem HDMI-Kabel. Danke dafür. Voll auf der HDMI-Kabel. Erstmal hier meine Maus random Eingaben generieren. So wie sich gehört. Audio funktioniert auch noch. Sehr schön. So, Case. Da müssen wir jetzt erstmal hier ein paar Sachen vorbereiten. Zum Beispiel müssen wir das Tütchen mit den Schrauben entfernen. Dazu muss ich die Schraube, die ich hier durchgejagt habe, rausdrehen. Kann ich dann die Tüte auch einfach kaputt reißen? Nee. Schraubendreher. Wäre natürlich schön, wenn ich hier ein bisschen mehr Beleuchtung hätte. Ne? Ihr könntet ihr auch ein bisschen mehr sehen. Ich meine, durch die restliche Verstärkung der Kamera, also durch den Weißabgleich, könnt ihr natürlich schon relativ viel sehen, auch wenn es so dunkel ist. Aber wirklich geil ist anders. Obwohl jetzt Netzteil einfach schwarz ist, weil die Bildschirme so hell sind. Ich versuche mal die Bildschirme ein bisschen wegzubringen. So, jetzt ist das Ganze hier. Oh, da ist gar mal ein bisschen besser. Rauscht das Bild zwar wieder ein bisschen. Oh, ich schraube hier raus. Tütchen ab. Da kommt. Habe ich gut gemacht. So, und die Schraube wieder rein. Für späteres Kabelmanagement. So. Dann haben wir schon mal die Tütchen mit den Schrauben. Das ist, glaube ich, für die CD-ROM-Laufwerke. Nee, kann ja gar nicht. Hat er gar keine CD-ROM-Laufwerke. Ach so, fürs Motherboard. Klar, genau, die brauchen wir jetzt. Das sind die Schrauben, mit denen das Motherboard hier festgeschraubt wird. Gut, dann gucken wir mal die ganzen Standoffs hier drin. Ne? Die ganzen Schräubchen, die hier drin sind. So. Gucken, ob die richtig sind. Das richten wir das Motherboard mal so. Schieb's mal ein bisschen hoch und nimm mal das Motherboard. So, die IO-Blende kommt nach da. Oben links die Schraube ist richtig.
Die mittlere Schraube ist richtig, die Schraube ist auch richtig. Die Schraube hier ist richtig. Hier unten muss noch eine Schraube sein, die ist auch richtig. Case voll auf die Tastatur geschoben. So, muss man ganz kurz gucken hier. Und die drei Schrauben hier sind auch richtig. Hier wäre noch optional eine Schraube. Da hat das Motherboard so ein Löchlein hier unten. Aber erstens sieht es da nicht aus, wie als wenn es da primär für eine Schraube gedacht wäre, weil da keine Masse drumherum gelegt ist. Und außerdem hat das Case da sowieso keine Schrauben, keine Dingsda-Bumster. Von daher, die Schrauben, die vorhanden sind, sind alle die richtigen. Von daher können wir das Motherboard eigentlich direkt einsetzen. Wir müssen nur vorher noch diese I/O-Blende hier einklicken. Da einfach gucken, ne, bei dem Motherboard. Also normalerweise bei den Gehäusen, bei den Dingern ist es immer so, wenn man Audio hat, kommt das Audio immer vom Case nach unten. Also, ne, wenn man es jetzt so liegen hat, also so rum rein. Ne, die Audioschnittstelle, die man hier sieht, immer in die Richtung. Ist eigentlich relativ einheitlich. Wenn man jetzt ein Motherboard hat ohne Audio, oder, ne, da muss man halt gucken, da muss man halt das Motherboard mal hinhalten und dann gucken, okay, wo sind hier welche Schnittstellen, wie rum muss die Blende also rein. Das Blende reinklacken ist bei den Motherboards immer ein bisschen schwierig. Bei den Gehäusen meine ich doch. Also bei guten Gehäusen, goddammit, da funktioniert es eigentlich relativ easy. Das Gehäuse hier aber zum Beispiel ist so ein Billiggehäuse, wo das nicht so einfach klappt. Ich hoffe, das hält jetzt hier so einigermaßen. Okay, ist drinne. Es sieht nicht so aus, als wenn es komplett richtig drinne wäre. Aber es sieht so aus, als wenn es halten würde. Aha, jetzt ist es richtig drinne. Wow, das ist ja hier eine Presswurst. Ja. Billiggehäuse plus I/O-Blende von Dell. Also eine schlimmere Kombi gibt es ja eigentlich gar nicht. So, jetzt hier alle Kabel aus dem Weg halten. Nicht, damit die Kabel später unter dem Motherboard landen. Das wäre nicht so geil. Warum steht die Kamera nicht scharf? Jetzt. Ne? Also die Kabel hier schön aus dem Weg halten. Auch aufpassen hier mit dem Kabel von dem Lüfter, dass das da nicht irgendwo sich verhakt. Und dann können wir das Motherboard eigentlich so, wie es ist, einsetzen. Voilà. Gucken, dass da keine Kabel drunter gekommen sind. So, hier zum Beispiel ist ein Kabel von der I/O-Shield. So, und jetzt können wir die erste Schraube ran ansetzen. Und die erste Schraube schon mal festschrauben. Am Anfang noch nicht alle. Warum, sage ich gleich. Ne, komm her. Komm her. So, und hier haben wir hier die erste Schraube. Unseren wunderschönen Schraubendreher. Da brauchen wir den kleineren Bit. Größe 1. Nicht Größe 2. Oh, Größe 2 kann rein. Der da rein. Haben wir wunderschönen kleinen Bit. Und mit dem Bit. Ich persönlich nehme auch immer das Ding hier gerne raus. Und schraube nur mit dem, weil ich da besser den Druck kontrollieren kann. Und bei der ersten Schraube wirklich nur so ganz leicht reindrehen. Ja? Ich nehme immer die mittlere Schraube. Und die einfach komplett handlocker, sodass sie gerade mal so drinne ist, dass sie ordentlich sitzt. Ohne Kraft, ohne alles. Also hier die Schraube, die in der Mitte ist. So. Und jetzt gucken, ob alles passt. Gucken, ob hier irgendwelche Kabel noch sind, die hier runtergekommen sind. Das Allerwichtigste vor allen Dingen, gucken, ob mit der I/O-Blende alles passt. Ne? Was zum Beispiel gerne passiert, ist, dass bei dem HDMI-Stecker da, dass da so eine Metallplatten, die dagegen drücken, in dem Stecker landet. Gucken, dass der HDMI-Stecker wirklich frei ist, dass alle anderen Stecker frei sind. Bei USB passiert das auch gerne mal. In meinem Fall, ja, siehst du, hier ist zum Beispiel verkackt. Da seht ihr, da. Dieses weiße Ding bei dem Netzwerkstecker sollte eigentlich über dem Netzwerkstecker sein und hat sich jetzt nach vorne gebogen. Also muss das Ding nochmal raus. Und deswegen auch erstmal nur eine Schraube leicht reindrehen, weil ich genau mit sowas
gerechnet habe. Zwar eigentlich eher beim HDMI-Stecker, beim LAN hatte ich sowas jetzt noch nicht gehabt, aber es ist halt leider immer das gleiche Theater. Keiner hat mich lieb. So. Aber hier nochmal das Ding schön hochbiegen. So. Jetzt nochmal rein. Ah, sieht gut aus. Ja, diesmal frei. Und also Schraube wieder rein. Ein Hoch auf magnetische Schraubendreher. So. Und nochmal überprüfen, ob auch alle Sachen drin sind. Aha. Hier hat sich jetzt ein Stecker runtergeschoben. War zum Glück leicht wieder rauszuziehen. So, unter dem Motherboard führen keine Kabel lang. Die IO-Blende sieht diesmal auch perfekt aus. Ah. Wunderschön. Perfekt. Also können wir jetzt die anderen Schrauben reindrehen. Und auch die anderen Schrauben erstmal nur lose reindrehen, also nicht festknallen, sondern erstmal alle Schrauben reindrehen. Und wenn alle Schrauben drinne sind, dann nacheinander die Schrauben festziehen. Es gibt jetzt Leute, die gehen sogar so weit, dass man sagt, okay, die Schrauben über Kreuz festziehen, macht beim Motherboard eigentlich wenig Sinn. Meine Meinung. Ich persönlich bin halt wirklich einer, der geht eher so ran. Also, was ich damit meine, ist die Leute, die über Kreuz festziehen, die drehen die Schrauben rein und drehen sie auch gleich fest. Und das halt über Kreuz. Da bin ich aber der Meinung, das ist Bullshit. Besser ist es, den falschen Bit zu benutzen. Ich habe den falschen Bit hier drauf. Besser ist es quasi. Oder? Nee, doch, das Richtige. Besser ist es halt erstmal alle Schrauben reinzudrehen und die halt nicht festzuziehen, sondern so, dass man halt wirklich merkt, okay, jetzt kommt der Anschlag und dann ist gut. Also wirklich nur so, so mit zwei Fingern, so ein bisschen so mit zwei Fingern so drehen, dass man halt so, ne, ordentlich die Schrauben drinne hat, aber die nicht fest sind. Und dann, wenn alle Schrauben drinne sind, dann kann man die Schrauben in beliebiger Reihenfolge eigentlich dann festziehen. Ich persönlich gehe meistens nach einem Kreis, also ich fange zum Beispiel oben an und gehe dann einfach so im Kreis rein. Wie gesagt, das ist dann aber eigentlich völlig egal. Ach ja, woran erkennt man Billiggehäuse? Daran, dass die Schrauben schief rein wollen. Da braucht man teilweise echt Überredungskunst. Und das ist nämlich das nächste, wenn man gleich alle Schrauben festzieht und sich dann das Gehäuse, das Motherboard so komisch geschoben hat, weil manche Dinger schief drin sind, dann kriegst du die anderen Schrauben gar nicht mehr rein. Dann darfst du wieder alle Schrauben lösen und ja, genau das gehst du damit quasi aus dem Weg, dass du erstmal alle Schrauben handfest reinmachst. Und dann kannst du mit dem Schlagbohrer nochmal nachgehen und alle richtig schön. Spaß, bitte nicht. Lass den Schlagbohrer weg. So, das Witzige, was mir jetzt gerade auffällt, das Case hat nur 8 Schrauben, oder? Nee, hat doch 9. Nee, doch. 8 Schrauben ist ja richtig. Alles gut, alles gut. Dachte gerade schon, mir fehlt eine Schraube. Aber ist ja alles korrekt. Genau, ich brauche auch nur 8 Schrauben. Ja, siehst du, hier oben, das Ding gewinnt jetzt auch schon wieder schief. Da muss ich auch gucken, dass ich das Motherboard so geschoben bekomme. Deswegen auch erstmal alles nur handfest. Aha, jetzt ist er drin. Ach ja. Deswegen, meine lieben Kinder, Finger weg von Billigware. Ein Träumchen hier in diesem Schrauben. So. Und die letzte Schraube. Oben in der Ecke. Jetzt habe ich genau andersrum geschraubt, als ich sonst immer schraube. Auch nett. So, alle Schrauben drinne. Das heißt, jetzt kann ich mein Ding hier ranklatschen und alle Schrauben schön nachziehen. So.
Es gibt auch so eine Drehmomentschlüssel. Ich glaube wirklich, das ist das falsche Bit. Brauchen die Schrauben doch ein Zweier-Bit? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Tatsächlich, das Ding braucht ein Zweier-Bit. Das ist ja... Okay, gut. Dann nehmen wir den Zweier-Bit. Der hält hier ordentlich in den Schrauben. Sehr gut. Ja, siehst du. Das heißt, mit dem Handfest habe ich die Schrauben nicht mal so fest gemacht, dass ich das gemerkt habe. So leicht waren die Schrauben. Und so sollte das auch sein. Weil dann kann man das Motherboard, also dann kann sich das Motherboard noch ein bisschen zurechtziehen, während man die letzten Schrauben reinschraubt. So, und jetzt beim richtig schön festziehen. Wie gesagt, es gibt auch so eine Drehmomentschlüssel. Oha, hier ist die. Hier knackt sogar das Gehäuse. Ich hasse Gehäuse, die knacken. Es gibt auch so eine Drehmomentschlüssel. Die haben denn, ich weiß nicht, 0,8 Newtonmeter oder sowas. Mit denen kannst du den Schrauben halt, ne, wie bei den Schraubendrehern halt üblich, so lange drehen, bis das halt dieses Klickgeräusch macht. Dass du weißt, okay, du hast jetzt 0,8 Newtonmeter. Jetzt ist es mal gut. Ah, okay, an die hintere Schraube komme ich mit dem Schraubendreher gar nicht ran. Wegen der Nase hier oben. Muss ich mal gucken, ob ich die so handfest gezogen bekomme, ein bisschen fester. Und dann muss das auch reichen. So, okay. Weil ganz ehrlich, hier sind 9 Schrauben drin. Wenn da nicht jede fest ist, ist es auch egal. So. So, damit sind die Schrauben schon mal fest. Fest genug. Nicht fest prügeln. Wie gesagt, mit den 0,8 Newtonmeter kann man jetzt natürlich mit der Hand schlecht messen. Aber wirklich einfach so, dass man mit so einem Schraubendreher einfach mit der Hand so ein bisschen so mit den Fingern hier so rumgreifen und so einfach festziehen. Jetzt nicht irgendwie versuchen, so rum und richtig. Ja, wirklich einfach so, dass die Schrauben das Gefühl haben, fest zu sein. Und dann ist es auch gut. Denn gerade bei diesen Billiggehäusen kann euch ansonsten sehr schnell passieren, dass die Gewinde, die im Case drin stecken, also diese Abstandshalter, dass die sich dann quasi überdrehen. Und wenn die einmal überdrehen, dann seid ihr am Arsch. Weil dann kriegt ihr nämlich die Schrauben kaum noch raus. Oder eigentlich so gut wie gar nicht mehr raus. Ja, deswegen immer nicht übertreiben. Es ist ein Computer, ja, es ist kein Auto. Hier, das Ding soll im besten Fall keine Schütterung ausgesetzt sein. Also, ich weiß, Festplatten machen selber Erschütterung, ist richtig. Deswegen sollte man die Schrauben an den Festplatten auch festziehen. Aber auch da gilt gerade bei Festplatten, nach fest kommt nicht ab, sondern put. So, Motherboard ist drin. CPU und Arbeitsspeicher sind ja, wie gesagt, auch schon vormontiert gewesen. So, ihr seht es ein bisschen besser. Die Kamera ist gerade voll im Eskalieren. Warum ist hier so wenig Licht, ey? Ja. Vor allen Dingen, in der Kamera sieht ja alles grün aus, obwohl es eigentlich alles schwarz ist. Aber auch egal. Gut, dann kommt jetzt das Netzteil rein. Das hat hier unten so eine Bay. Da muss ich noch gucken, von welcher Seite wir das Ding reinschieben. Okay, von der Rückseite. Also einmal das Ding umdrehen. Hier Kabel. Passen, aufpassen, dass es nicht gequetscht wird. Kann bei meinem Tisch eigentlich nicht passieren, weil ich habe so eine Gummimatte. Dass da irgendwas gequetscht wird, kann eher selten passieren. Aber allgemein natürlich trotzdem der Rat. So, jetzt drehen wir hier die beiden Schrauben lose. Mal die Kamera. Oh, dass man hier auch... Die Kamera war ja voll auf mich gedreht hier. Was ist denn los? So. Bisschen mehr seht, was hier abgeht. So. So. Und dann ganz so ein bisschen. Okay. So. So, from the line. Oh, Alter. Ja. Diese, so eine Handschrauben, ja. So eine Handschrauben so festknallen, dass man Werkzeuge braucht, um die zu lösen. Danke dafür. Das Gemeine ist ja, ich weiß ganz genau, dass ich die nur mit Hand zugedreht habe, aber die setzen sich mit der Zeit auch einfach so fest, dass das Rausdrehen generell, wenn das Gehäuse eine Weile gestanden hat, schwerer ist als das Reindrehen. Deswegen beim Festdrehen dieser Schrauben einfach nur wirklich auch locker reindrehen und nicht... Ansonsten hat man genau das Problem, was ich jetzt gerade hatte. Ich meine, noch war es kein Problem. Ja. Zangen habe ich da zur Not. Aber unschön ist es trotzdem.
So, jetzt kommt hier das Netzteil rein. Das Netzteil liegt beim Bett. Das hole ich gleich. Hier haben wir übrigens die Dinger für diese Base, für die Platten. Haben leider nur zwei Plätze. Ist aber alles gut. Zwei Festplatten reichen hier auch vollkommen aus. Ja, von daher würde ich mal sagen, hole ich mal das Netzteil. Und kann auch gleich die Grafikkarte holen. Genau. Eigentlich kannst du gleich mitkommen. So. Grafikkarte kommt nach da hinten. Wir brauchen das Motherboard, das Netzteil, das vollmodulare Netzteil, ey Boy. So, für die Kabel davon sind hier. Packen wir mal mit zur Grafikkarte, da ist am meisten Platz. Yeah. Ungefähr so. So, Netzteil. So, du kommst nach da, dann kommst du nach da. Und du kommst einmal hingelegt. Gucken, wie gesagt, keine Kabel fest irgendwie hier einklemmen. So. Okay, mal schauen. Wie packen wir das Netzteil am günstigsten rein? Passt das einfach so rein? Kann man es einfach so reinlegen? Nee, ne? Ja. Jetzt bricht hier wahrscheinlich wieder gleich ein Glaubenskrieg aus. Es gibt Leute, die packen den Lüfter lieber nach unten, manche, die packen den lieber nach oben. Es gibt auch Gehäuse, die geben das von den Verschraubungen hervor. Das Gehäuse hier lässt einen aber die Wahl tatsächlich. Hier kann man das auch in beliebiger Reihenfolge, also in beliebiger Richtung einschrauben. Ich persönlich bin einer, der zu der Fraktion gehört, die den Lüfter lieber nach oben packen. Warum? Naja, weil in meiner Gegend hier zumindest. Ich hab einen harten Fußboden. Das heißt, einer, der sehr staubfreudig ist. Und dann würde der Lüfter von unten den ganzen Staub einziehen, der sich unter dem Gehäuse sammelt. Deswegen packe ich das Ding lieber andersrum rein. Dann kriegt der Lüfter nicht so viel Staub ab. Ja, wie er sonst bekommen würde. Alter, der Lüfter passt, das Netzteil passt hier echt nur gerade so rein. So groß ist das. Dann sollte ich vielleicht die Stecker hier doch schon reinsetzen, sonst komme ich da später nicht mehr ran. Müsste ich jetzt aber schon überlegen, was wir jetzt alles brauchen. Also wir wissen ja, dass wir hier den P9 und die beiden GPU-Stecker brauchen. Und optische Laufwerke gibt es keine. Brauchen wir also nichts. Und ansonsten kommen noch zwei Festplatten rein. Wir brauchen also noch einmal eine SATA-Peitsche. So. Da haben wir hier eine Peitsche, die hat zweimal SATA, zweimal Molex und einmal Floppy. Oh, an einem Kabel. Okay. Ganz schön viel. Jetzt muss ich überlegen, kommt hier noch was rein? Brauchen wir noch was? Ich sag mal nö. Und wenn doch, ich meine, die Stecker, wo diese Kabel reinkommen, sind ja hier ganz außen. Das heißt, da kommen wir noch relativ günstig ran, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, da haben wir vielleicht auch noch eine Chance, im Nachhinein einen reinstecken zu können. Aber bei den anderen Steckern kommen wir wahrscheinlich nicht so gut dran. Von daher müssen wir das jetzt so schon machen. Oh, drehen wir das Ding mal hoch hier. Damit ihr auch mal seht, was hier abgeht. Ich schieße hier die ganzen Schrauben rum. Auch geil. So, einmal rot kommt in rot. So, einmal rot in rot. Nochmal rot. In Rot. Und wo ist der Gelbe? Da ist der Gelbe. Gelb kommt nach Gelb, hätte ich gedacht. So. Okay. Jetzt müssen wir die ganzen Kabel schön zur Seite wegknicken, damit wir das Ding hier überhaupt reinbekommen. Ist ja echt ganz schön eng, das Ding. Naja, das ist halt, weil das Netzteil relativ lang ist, ne?
ist schon echt. Oh, es geht, aber es ist schon echt hart. Das kommt ja in der direkten Vergewaltigung gleich. Gut, ich hoffe mal, alle Stecker sind fest. Zum Glück sind alle Stecker arretiert. Sonst wären die Hälfte der Stecker jetzt wieder raus. So. Klingt auch lecker hier mit diesen komischen Sleeve-Dingern. Wenn die hier so am Plaste reiben. Klingt super lecker. Jetzt. Nächster Glaubenskrieg. Netzteil festschrauben. Bitte versucht nachzudenken. Beim Netzteil die unteren Schrauben zuerst festzuziehen, ist ungefähr so intelligent, ungebremst gegen eine Wand zu fahren. Weil ihr habt hier the case. Ja? Also in unserem Case ist das das Case. So. Dann habt ihr hier das Netzteil. Ich mache mal lieber so rum. So, Schwerkraft zieht Netzteil nach unten. Ja, nach unten. Das heißt, wenn ihr erst unten die Schrauben festzieht, dann kann hier oben eine Lücke entstehen und die unteren Schrauben wirken wie ein, wie sagt man? Naja, wie ein Hebel und verziehen unten das gesamte Gehäuse. Deswegen immer erst oben die Schrauben festziehen, weil unten kann das Gehäuse ja nicht weg. Unten wird es ja dann vom Gehäuse selber gehalten. Deswegen immer erst oben die Schrauben ziehen, damit die Schrauben, das Netzteil mit der Schwerkraft gegen das Gehäuse drücken. Und dann kann man unten die Schrauben ganz normal leicht reindrehen. Na? Ich sehe so viele YouTuber, die PCs zusammenbauen und immer erst unten die Schrauben reindrehen, dass ich jedes Mal kotzen könnte. Vor allem, wenn man denn schon sieht, wie sich das Netzteil nach unten neigt. Das schmerzt richtig. Deswegen werden wir es in ganz guter Manier auch den anderen nachmachen und erst unten festschrauben. Spaß. So, das heißt, gucken, oben die Schrauben. Bitte aufbleiben. Erstmal gucken, wo die Löcher hier sind. Halleluja. Da ist ein Loch und da ist ein Loch. Okay. Ist natürlich hier, muss ich von unten gegenhalten. Auch sehr geil gelöst. Kann ich die Schraube hier festdrehen? Ja, die hält erstmal nur so vage. Ja, ist eine Vago-Schraube, die hält nur vage. Den Witz verstehen nur Elektroniker. So, hier die nächste Schraube. Da oben. Okay. Warum da oben? Na gut, ist halt so. Ah, nicht da richtig, genau. So. Auch hier erstmal nur ganz so, dass man merkt, es ist ein Widerstand. Nicht gleich komplett festdrehen. Ja, so, und bei der anderen Schraube jetzt auch nochmal ein bisschen. So, dass man einen Widerstand spürt. Upp, reicht aus. So, und jetzt hält das Netzteil hier komplett drinne und kann nicht nach unten wegbiegen. Weil es hier unten gegengehalten wird vom Gehäuse. Ne? Ein bisschen den Kopf einschalten. Könnte ich mich echt jedes Mal drüber aufregen. Naja. Naja, was willst du machen? Außer alle die abonnieren. So, jetzt die unteren Schrauben festdrehen. Und die können wir jetzt auch gleich festdrehen. Wobei, wartet mal ganz kurz. Ja, doch, die können wir jetzt gleich festdrehen. Und sobald die unteren festgedreht sind, können wir dann auch die oberen festdrehen. Dann ist das Motherboard perfekt. Das Netzteil perfekt drin. Im Gehäuse. Ist das ein riesen Netzteil, ey? Holy moly, wer macht denn sowas? So, alle Schrauben schon fest. Die kann man auch ein bisschen fester drehen. Aber auch hier sei gewarnt, man schraubt die Schrauben in das Gehäuse des Netzteils. Und auch das ist nur Alu. Also auch die kann man ganz, ganz leicht überdrehen. Und dann ist das Netzteil futsch. Also nicht futsch, aber man kann es quasi direkt wegwerfen. Man sollte es zumindest nicht weiterverwenden. Von daher auch da festdrehen, aber nicht übertreiben, bitte. Sobald man merkt, da ist ein Widerstand und es fühlt sich an. Du hast immer, wenn du Schrauben festdrehst, hast du immer erst einen Punkt, es wird schwerer, dann wird es sehr viel schwerer und dann bleibt es so. Dann fühlt es sich so an, wie als wenn die Schraube nicht mehr fester wird. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann ist es schon zu spät. Weil dieser Punkt ist nämlich der, wo du das Gewinde rausdrehst.
Und dann ist das Gewinde halt eigentlich schon im Eimer. Und irgendwann, wenn du noch fester drehst, dann wird es auch immer wieder ganz leicht, weil dann ist das Gewinde weg. Dann hast du kein Gewinde mehr. Ja? Deswegen kommt, in dem Fall gilt wirklich der Spruch, nach fest kommt ab. Weil sollte das Gewinde raus ist, hält die Schraube halt nicht mehr. Ganz klarer Fall. So, die können wir jetzt einfach alle durchlegen, die ganzen Kabels. Das ist P8, der müsste eigentlich da oben hin. Jetzt gucke ich mal, hier oben haben wir nirgendwo günstig ein Loch. Ist ja auch ein bisschen dämlich, ne? Wobei ein ganz kleines Loch haben wir da oben, aber ich glaube nicht, dass wir das da günstig durchbekommen. Das ist ja auch ein bisschen dumm. Reicht es denn von der Länge her? So, nee, das muss von der Länge her dadurch. Okay, das heißt, wir müssten das Kabel wahrscheinlich reinmachen, bevor wir das Motherboard hier reinschrauben. Okay, ist ja auch ein bisschen dämlich. Weil man sieht, hier oben ist schon so eine Aussparung, ne? Die sieht man hier. Aber die wird halt vom Netzteil, vom Motherboard überdeckt. Also, wir sehen jetzt nicht, wer sich das da so designt hat. Oder wir machen es einfach anders. Wir legen es ja auch hier unten mit rein und ziehen es dann unten übers Motherboard. Ich glaube mal, das ist tatsächlich. Ne, auf Kabel, auf Design kommt es ja hier nicht an. Es ist ja Funktionalität über alles. Komm raus. So. Schön die ganzen Kabel hier durchstopfen. So. Dann noch den P4, den anderen GPU-Stecker. Drin damit dir. Und noch den 24-Pin-Stecker. Der ist ein richtig schöner Klotz. Den mache ich auch nicht hier unten rein, sondern den mache ich hier durch das Loch. Weil der P24-Stecker ist hier. Da sieht man auch so schön die Kontakte von dem 24-Pin-Stecker. Deswegen packe ich den auch einfach direkt hier durch. Weil ansonsten ist hier unten einfach zu viel behinderte Scheiße. Man könnte auch die ganzen Kabels hier durch eins von diesen beiden Löchern packen oder irgendwie sowas. Ne? Also Kabelmanagement ist jedem überlassen, der da zu viel Langeweile hat. Ich bin einfach pragmatisch, da wo es gerade passt, passt es. Da gibt es Leute, die machen das wesentlich besser als ich. So. Ist das da hinten jetzt einigermaßen ordentlich oder? Ja. Kabel ist ganz schön fest. So, jetzt versuche ich hier quasi. Ich kann ja mal gucken, ob ich das so hingestellt bekomme, dass ihr das seht. So hier. Ne, ihr seht durch die Scharfstellung gar nichts. Kamera stellt scharf, danke. So. Das Kabel hier ein bisschen rausziehen. Und dann, jetzt wird es knifflig, diesen 24-Pin-Stecker hier so reindrücken in den 20-Pin-Stecker und als eine Einheit in das Motherboard stecken. Zum Glück gibt es viele modernere Motherboards, Netzteile, die diese Aufteilung in 20-Pin und 4-Pin nicht mehr haben. Aber es gibt leider auch immer noch sehr viele Netzteile, die das machen. Da muss ich dann halt ein bisschen kniffliger arbeiten. So, 24-Pin-Stecker ist fest. Jetzt kommen die anderen Stecker. Wichtig hierbei ist vor allen Dingen halt der P4-Stecker, also in unserem Fall halt der P8-Stecker, weil wir kein P4-Kabel haben. Den nehmen wir jetzt einfach kreuz übers Motherboard und der muss da hinten. Seht ihr schlecht? Warte mal ganz kurz. Versuche mal hier ein bisschen Platz zu machen. So, ja, mal raus hier. Okay. Der P4-Stecker, in unserem Fall halt P8, muss es einmal quer übers Motherboard, da hinten in die Ecke. Da in die Ecke. Und dann unten reingedrückt werden. Da merkt man schon, das Kabel ist ganz schön kurz. Ich werde das hier ein bisschen ziehen müssen. So. Hatte ich nicht was gesagt mit darauf achten, dass das Kabel nicht unter Zug ist, was keine Arretierung hat? Na, mal schauen, ob ich das schaffe. So, ich stecke jetzt auf jeden Fall schon mal drinnen und straff ist das Kabel auch nicht. Das ist halt so ganz normal easy. So, noch ein bisschen am Lüfter hier fixieren. Dann ist das Kabel dadurch auch noch mal ein bisschen fixiert. Wer hätte es gedacht? So, es ist doch schon fast perfekt. Ideal könnte man jetzt natürlich hier bei dem Lüfter. So. Da bei dem Lüfter, hier geht das Kabel so dran vorbei. Und der Lüfter hat hier so an den Ecken so Löcher, wo die Schrauben durch können. Und da könnte man jetzt das Kabel mit dem Kabelbinder durch das Loch fixieren.
Ob ich darauf jetzt gerade Bock habe, weiß ich nicht. Ich mache es jetzt erstmal nicht. Vielleicht machen wir es dann später, wenn wir wissen, dass die Konfiguration im Gehäuse funktioniert. So, hier unten haben wir irgendwelche Filter. So. Okidoki. So. Das heißt, das Motherboard hat jetzt soweit erstmal Strom. Dann können wir jetzt eigentlich anfangen, die I/O-Pins zu verbinden. Und das ist der größte Spaß bei Netzteilen. Achso, erstmal, warte mal ganz kurz. Von dem Netzteil haben wir hier noch diese Loopback-Peitsche, ne? Das mit dem Lüfterstecker. Die können wir hier natürlich auch noch reinlegen, weil, ja, das soll ja später auch ins Motherboard kommen. So. Den Stecker hier habe ich noch gar nicht verbunden. Ich hol das erstmal wieder raus. Du kommst später. Jetzt erstmal bist du uninteressant. So, versuchen wir das Ganze hier mal ein bisschen so günstig zu packen und dann das Toy so schön hinzulegen. Man könnte jetzt auch temporär hinten wieder den Deckel rauf machen. Ist jedem selbst überlassen. Mehr als euren Rechner komplett kaputt machen könnt ihr nicht und ihr könnt euch einen neuen kaufen. So teuer ist es ja nicht mehr. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir haben die Stromkabel, kommen hier weg. So, wir haben einmal den SATA-Strom. Der muss wieder durch das Loch. Packe ich am besten hier durch das Loch, wo das ATX-Kabel reingeht. Durch das Loch. Weil der muss ja dann nachher auch mit ans Netzteil ran. Und jetzt fällt mir schon auf, wir haben kein Problem. Wir brauchen doch zwei Kabel. Weil unser Kabel hat ja nur zweimal SATA. Und die beiden brauchen wir ja schon für unsere beiden Festplatten. Das heißt, ich muss mal gucken, ob hier noch ein Kabel ist mit dreimal SATA. Und siehe da, das andere Kabel hat viermal SATA. Ja, dann nehmen wir doch das. Dann kommst du weg. Und hier haben wir ein Kabel mit viermal SATA und sonst gar nichts. Okay, mehr brauchen wir ja auch nicht. Floppy haben wir nicht. Es gibt auch noch andere Geräte. Es gibt zum Beispiel so eine Card-Reader. Die haben dann meistens so einen Floppy-Stecker als Stromversorgung. Haben wir aber alles auch nicht. Von daher brauchen wir in dem Fall wirklich nur unseren SATA. Und das dreimal. Zweimal für die meinen Festplatten, die dann hier reinkommen. Oh, also hinter dem natürlich, von der anderen Seite. Und dann halt noch unsere RGB-Steuerung. So. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier einmal einen Stecker, der schimpft sich Reset-Switch, HDD-LED, Power-LED und Power-Switch. Die Begriffe habe ich noch nie gehört. Was ist das? Spaß. So, jetzt müssen wir... Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Ne? Hier. Der Pin-Out. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, bitte nicht das hier nachmachen, sondern das von eurem Motherboard nachmachen. Also einfach das Handbuch von eurem Motherboard rausholen oder im Internet nach der PDF suchen. Ja, das geht eigentlich relativ einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, kurz, meine Tastatur, komm mal her, boah, ich brauche dich. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Motherboard mache und das Handbuch davon nicht habe, gebe ich ein, X570 Pro ist von Asus und am besten noch Prime davor machen, damit Google es auch ja nicht verwechseln kann. Und dann am besten dahinter einfach PDF klatschen, PDF, schön groß geschrieben. Und jetzt müsste man bei Google relativ weit oben, da sieht man schon das PDF-Logo, die PDF davon bekommen. So, die öffnet man. Wenn man etwas besseres Internet hat als wir hier, dann geht es auch ein bisschen schneller. Danke dafür, Angela Merkel. Und dann sucht man hier halt einfach, ne, ist sogar in Deutsch das Ganze, sehr schön. Computersystem, Rücktafel, Kapitel 3, BIOS, wo ist denn Kapitel 1? Ist das hier. Genau, bevor Sie beginnen, Layout, Speicher, Erweiterung und Onboard. Und hier hat man die Header. Ne? 1.1.7 ist in dem Fall Motherboard-Übersicht, Header. Seite 1.9. Also gehen wir nach 1.9. Hier ist 1.7, 1.8 und 1.9. Und dann sieht man hier halt schon, ne, die Übersicht. Und dann scrollt man so lange langsam runter, bis es um den Stecker geht. Also wo es halt um die I.O. geht. Und das wäre in dem Fall, nee, hier ist Audio. Da ist SATA. USB.
Gedingsgedöns. Genau, hier ist vorne das Panel. So, und da hat man denn, wenn man ein bisschen größer hier, bupp, hat ja voll viel gebracht. Warum kann man hier nur auf Seite, ach, geht doch. So, und da hat man dann hier vorne die Panels und sieht dann hier genau, was was ist. Voilà. Deswegen ist eigentlich relativ leicht zu finden immer, wenn man weiß, wonach man suchen muss. In unserem Fall ist das halt das hier. So. Okay, das tun wir wieder wegpacken hier. Und alles kaputt. Ah, ja klar. Wieder irgendwas markiert und mit der Maus geklickt. Wohin? Dahin. Okay, bitte gehen Sie weg. Da. Okay, danke. So, gut. Halt, stopp. Ich möchte das nicht. So. Ich schalte mal wieder auf die Kamera hier. Das habt ihr euch ja jetzt garantiert eingeprägt. Morgen schreiben wir einen Test. Ja. Ich meine, was ich hier drinnen mache, seht ihr sowieso nicht so sehr im Detail. Selbst wenn ich das versuche. Von daher müsst ihr mir einfach mal glauben, dass ich das jetzt hier richtig anschließe. Auf jeden Fall, da unten ist der Header, der schwarze, ne, da ist weiß, daneben ist der schwarze Header, das ist das Frontpanel und da sieht man das. Aber so, warte mal ganz kurz, ich kann ja kurz mein Handy wieder rausholen. Vielleicht kann man das mit dem Handy besser erkennen. Vor allen Dingen, wenn ich im Handy, oh, jetzt kommt das IQ 500. Ich kann die Taschenlampe nicht aktivieren, während die komische App aktiv ist. Ist ja auch behindert. Gut, egal, ich schalte mal trotzdem um auf meine Kamera. Oh, du Kamera. Mein Kamerad. Kamera. Wo ist die Kamera? Kamera, 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 Kamera. Da. Man sieht meinen Finger. Jetzt sieht man das Gehäuse. So. Da kann man jetzt auch Licht aktivieren. Jawohl, ja. Da. So, da sieht man jetzt. Komm, schnell scharf. Genau, da sieht man jetzt links diesen schwarzen, das ist der Header. Und vielleicht kann ich das Phone sogar so rein, dass man das so ungefähr sieht. Ich versuche das Ganze mal. Hat er den Autofokus oder muss ich immer manuell raufklicken? Ich muss immer manuell raufklicken. Der ist ja behindert. So, hat mir jemand noch eine dritte Hand hier? So. Genau. Also, wir haben jetzt einmal Reset-Switch. Warum das ist? Ja. Reset-SW ist ja eigentlich die gleichen Bezeichnungen, wie die hier auftauchen, ne? Wenn Ding mal scharf stellt. Wenn Ding mal scharf stellt. Stellt scharf. 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 Stellt. Scharf. Genau. Da, ne? Da hat man ja Power-LED, HD-LED. Okay, 4 und 5 sollen reset sein, funktioniert wohl aber nicht. Interessant. Und da oben halt den Power Switch. So. Okay, das heißt, wir wissen Reset Switch. Achso, hier oben, hier unten, hier, da sieht man. Da fehlt ein Pin. So, dieser fehlende Pin, das ist das, wo hier oben dieser Strich drin ist. Rechts neben der 9. Das heißt, da weiß man, wie rum das Ding orientiert ist. So, wir müssen also Power Switch geht von 8 zu 9, das ist neben dem fehlenden Pin. Bei dem Switch ist es auch egal, wie rum der ist, weil Switche brückt einfach nur die beiden Kontakte. Da ist es egal, von wo nach wo gebrückt wird. Brücken ist Brücken. So, das heißt, Power Switch kommt nach da. Ja, jetzt sieht man hier genau, wie schön die Kabel, weil die genau im Weg sind. Das ist ja alles ganz schön schwer hier. Naja, wie gesagt, ihr müsst mir einfach vertrauen, dass ich das schon richtig mache. Ich habe ja immerhin studiert. So, Reset kommt an 4 und 5. 4 und 5 ist schräg unter dem Power Switch. Okay. Jetzt ist der Power Switch natürlich wieder rausgerutscht. Danke dafür. Deswegen versuche ich immer, alle Stecker mit einmal in der Hand richtig anzuordnen und dann als ein Bündel reinzustecken. Da brauchst du aber echt viel Übung, bis du sowas hinbekommst. Deswegen, ja. So, die HDD-LED. Bei den LEDs kommt es auf die Polarität an. Traurigerweise steht aber hier nicht, wie die Polarität ist. Das heißt, da geht es dann einfach wieder über Probieren, geht über Studieren. Weil dadurch, dass die LEDs einen Vorwiderstand drin haben, kannst du die nicht kaputt machen, indem du sie falsch rum einbaust. Und selbst ohne Vorwiderstand sollte da eigentlich nichts passieren, außer du hast ein offenes Netzteil. Aber also auf jeden Fall in dem Fall würde nichts passieren. So,
Egal. Power-LED ist. Bist du die Power? Genau. Nee, du bist ja HDD-LED. Die HDD-LED geht nach 2, 3. Also direkt neben dem Reset-Taster. So, dann müsste jetzt links von der HDD-LED noch ein Pin frei sein. Und das ist er auch. Und bei den beiden oberen Pins, die noch frei sind, man sieht einfach auf der Kamera gar nichts. Gehen jetzt die beiden HDD-LED-Pins rein. So. Na, fast. Gehst du da jetzt rein oder ich klatsch dir eine? So. Voilà. Kann man das sehen? Kann man das? Kann man da was sehen? Kann man da was sehen? Ja, man kann sehen. Man kann sehen. Oh, guckt euch das an. Da, man sieht auch, dass die Stecker versetzt sind, ne? Die hinteren sind eins nach links und die vorderen halt rechts, weil der eine Pin ja sowieso fehlt. Ja, so ist das in diesem Fall richtig. Wie gesagt, bei jedem anderen Motherboard kann es halt auch beliebig anders sein. Ist halt so. So, damit ist Frontpanel schon mal installiert und jetzt können wir eigentlich direkt den nächsten Inseltest machen. In unserem Fall müssten wir dafür aber auch die Grafikkarte einbauen. Also machen wir das. Alle anderen Frontpanel sind erstmal zweitrangig. Also müssen wir gucken, dass das Ganze so funktioniert, dass es überhaupt nicht funktioniert. So, Grafikkarte ist da. Jetzt können wir die Grafikkarte auch wenigstens gleich richtig einbauen. Das ist schon mal sehr schön. Ach halt, bei dem Case ist ja so ein Billig-Case und bei diesen Billig-Casen hast du hier hinten so eine Blende, die du erstmal abschrauben musst, damit du überhaupt etwas einbauen kannst. Ja. Das Traurige ist, jetzt gibt es mittlerweile auch schon hochwertige Case. Was ist die Mehrzahl davon? Mehrzahl von englischen Wörtern ist immer ein bisschen komisch im Deutschen. Die auch so eine Technik benutzen. Wo ich mich frage, warum? Einfach nur, warum? Warum macht man diese? Aber ja. Der Trend geht dazu, dass alles behindert wird. Muss an Corona liegen, keine Ahnung. So, jetzt haben wir das Ding schon mal ab. Jetzt können wir die Grafikkarte einsetzen. Haben wir hier eine Arretierung im PCI Express-Slot? Ne, haben wir nicht. Ah, man sieht hier keine Arretierung. Die müsste da so sein. Dann müsste eigentlich eine Arretierung hinter dem Steckplatz sein. Aber das Ding hier hat gar nichts. Ist ja auch nicht so geil. Aber gut, was willst du machen? Ist halt bei dem Motherboard so. Funktionieren wird es trotzdem. Ist halt nur nicht so, wie sagt man, transportsicher. Also wer das Ding jetzt verschiffen möchte, der verschifft sich am besten selber gleich mit. So, Grafikkarte schon hochkant einbauen. Geil. Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem P8-Stecker mache. Weil der ist natürlich genau da lang geht, wo die Grafikkarte sitzen möchte. Aber wenn ich Glück habe, ist das gar kein Problem. Dann kann ich nämlich das P8-Kabel unter der Grafikkarte langlegen. Da muss ich jetzt aber gerade mal noch mal ein bisschen studieren, wie denn das funktionieren mag. Nee, ich glaube, das geht gar nicht. Dann muss ich das Kabel echt so langlegen. Dann ist es aber wieder schon unter Spannung. Holy moly. Vielleicht sollten wir das P8-Kabel auch hier durch das Loch mit durchführen. Wäre das sinnvoll? Nee, dafür ist es viel zu kurz. Ja, das Kabel ist wirklich echt ein bisschen sehr kurz. Das ist natürlich ein bisschen schade. Obwohl ja eigentlich gerade P8-Kabel dafür gedacht sind, dass die bei dem oberen Stecker, weil die P4 und die P8-Stecker sind immer oben. Also hätte man das Kabel ruhig ein bisschen länger designen können. Naja, da haben sie wohl bei Be Quiet ein bisschen verkackt. Ha? Da haben sie ihr Leben verkackt. Dafür habe ich jetzt hier die Chance, ey, und muss mal gucken, ob ich die Kabel reinbekomme. Nee, so sieht schlecht aus, so sieht gut aus. Bitte nicht zugucken, es wird gleich etwas pervers. Da ist noch das Kabel im Weg hier. Ist auch noch raus hier. Will aber nicht raus, war ja klar. Hänge ich jetzt da hinten so lang. Jetzt habe ich noch mehr Kabel, die mir im Weg rumhängen. Nicey-dicey. So, passt du da denn jetzt rein? Ja, du passt da rein.
Ach, hier ist auch noch eine Stahlblende, die ich abknicken muss. Oh mein Gott. Da, die Stahlblende. Die muss noch raus. Die ist mir im Weg. So, jetzt habe ich da drei. Jetzt habe ich hier drei Slots frei. Jetzt kann ich auch die Grafikkarte installieren. Ja, das sieht ja gut aus. So, Grafikkarte ist drinne. Wie gesagt, Arretierung, normalerweise, wenn man die Grafikkarte reinsetzt, klackt es. Das ist hinten diese Arretierung am Stecker. Hat dieses Motherboard aber nicht. Also klackt es hier auch nicht. Ist ein bisschen behindert, aber wie gesagt, was willst du machen? Das ist, wie es ist. So, wollen wir mal jetzt gucken hier. Genau, der P4-Stecker, der ist noch. Der Stecker ist auch noch im Motherboard drin. Alles paletti, alles schön, alles fein. Auch wenn der P8-Stecker jetzt hier ganz schön um das die Grafikkarte drumherum geht. Das Schöne ist, dadurch, dass hier auch ein natürlicher Knick im Kabel ist, ist das hier gar nicht so straff, wie es aussieht. Also es ist hier alles noch locker. Es sieht halt nur ganz schön vergewaltigt aus. Aber insgeheim stehen wir darauf ja alle. Ne? So, du da raus. Du da raus. Weg da. So, Grafikkarte ist im Slot. Jetzt müssen wir die hier hinten noch verschrauben. Das machen wir am besten mit Schrauben. Jetzt muss ich noch gerade gucken, wie dieses System hier gebaut ist. Aha, es ist komisch gebaut. Ja, man hat hier so eine Pranken. Seht ihr die Pranken hier? Die quasi hinter diese Metallblende reingehen. Und ich weiß nicht, ob das mit der Grafikkarte harmoniert. Nee, tut es nämlich nicht. Das heißt, ich kriege die Blende gar nicht rein. Weil die Grafikkarte hier nämlich so einen schwarzen Überhang hat. Und da, genau da, wo dieser Überhang ist, wollen die Kraken rein. Also können wir diese Blende nicht wieder verbauen. Das ist ein bisschen traurig, ist aber nicht weiter schlimm, weil es ist technisch nicht erforderlich. Dafür können wir die Schrauben direkt hier in die Verschraubungen drehen. Was ja so eigentlich nicht vorgesehen ist, aber die Schrauben sind vorhanden, also können wir es trotzdem machen. Heieiei. Ein Glück muss der Rechner, Zitat, nur funktionieren. So, Grafikkarte fest, eine Schraube reicht, die andere kriegen wir eh nicht rein. Passt doch. So, was wir jetzt hiermit mit dem Ding machen, können wir jetzt auf eBay verkaufen, als neuwertig oder irgendwie so, keine Ahnung. Können wir das hier, wir können es hier zumindest so rauflegen. Und dann auch auf der einen Seite festschrauben, weil auf der anderen Seite geht es erstens nicht mehr rein, weil da wie gesagt die Grafikkarte ist. Und außerdem haben wir ja nur noch eine Schraube, weil wir wollen mit der anderen Schraube haben wir die Grafikkarte festgeschraubt. Also letztendlich passt doch irgendwie alles, auch wenn es nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Naja, was willst du machen? So, jetzt sieht zumindest aus, wie als wenn es original wäre. Auch wenn das Ding ein bisschen schief sitzt. Aber hey, dafür ist die Grafikkarte wenigstens zweifach irgendwie hier verankert. Auch wenn sie dafür auf dem Motherboard überhaupt nicht verankert ist. Also irgendwie kommt alles zusammen. Heieieiei. Okay. So, Grafikkarte ist also schon mal drin. Jetzt braucht sie nur noch ihren Strom. Und dann können wir direkt den nächsten Testlauf machen. Ob die Sachen, die Komponenten, den Einbau in das Gehäuse überlebt haben. Oder ob halt nicht, ne? So. Nochmal überprüfen. Grafikkarte hat Strom, Grafikkarte sitzt im Motherboard, CPU hat Strom über ATX 24. Ja, über ATX 24 und den P4-Stecker, in unserem Fall P8, ja. Das heißt, ja, sollte laufen. Da schließen wir jetzt an die Grafikkarte den HDMI-Stecker an, an das Netzteil den Stromstecker und dann schalten wir das gute Ding mal ein. Dann sollten ja eigentlich so einige Lüfter angehen. Namentlich, also sichtbar, der bei der CPU. Naja, und wir sollten halt bei dem Bildschirm Bild bekommen, ne? Alter, irgendwie klicken hier jetzt unten mal hier das eine Kabel hier, das von dem RGB-Header,
von der RGB-Beleuchtung. Das tanzt mir hier rum. Ich schütte das hier erstmal hier oben durch das eine Loch durch, damit es mir mal so aus dem Weg da unten ist. Sonst trennen wir das Kabel da irgendwie noch aus Versehen ab, weil es da irgendwo rumliegt, wo es nicht rumliegen sollte. Liegt da noch irgendwas irgendwo rum? Nö. So. Das ist natürlich falsch rum. Das Ding muss so rumliegen. So. Okay, jetzt wird's spaßig. Jetzt muss ich mal kurz aufstehen hier. So. HDMI ist da hinten. So, HDMI ist hier. Kommt an die Grafikkarte ran. Das klingt doch geil, wenn diese komischen Säulen, diese schwarzen Sleeves hier auf meiner Matte rumrutschen. Das klingt, als wenn ich hier irgendwas zerreißen würde. Naja. So, Stromkabel ist da. Das kommt in das Netzteil. Netzteil ist ausgeschalten. Immer überprüfen. Dann Stecker reinstecken. Netzteil einschalten. Und jetzt sollte der Power-Taster hier auf dem Board auch... Wo ist denn der? Da. Nein, da. Guckt euch das an. Haben wir schon Powerbeleuchtung? Ja. Power-LED funktioniert auch. HDD-LED funktioniert auch. Also haben wir durch Zufall beide LEDs richtig rum reingesteckt. Und ja, die HDD-LED leuchtet auch, wenn keine HDD drinne ist, weil das erstmal dieser BIOS-Check ist. Und dabei wird auch der HDD-Controller angesprochen und deswegen leuchtet auch die HDD-LED. So, gut. Dann schalten wir jetzt mal den Bildschirm hier um und gucken, ob wir ein Bild bekommen. Einmal Absturzgefahr hier. So, wir bekommen kein Bild. Das ist ein bisschen traurig. Oh, ja, HDMI-Stecker steckt nicht richtig drin. Oh, der Film wird rausgerutscht. Warum steckt nicht? Der geht gar nicht richtig rein. Das schwarze Case ist so ungünstig platziert, dass der Stecker gar nicht richtig reingeht. Ist der jetzt nicht dein Ernst hier, oder? Habe ich schon mal gesagt, dass ich Billig-Cases liebe? Wo sie den so festhalten? Bringt das was? Nee. Der Stecker ist einfach zu locker. Gut, dann ausschalten. Da muss ich mal gucken, ob wir hier die Grafikkarte umpositionieren können. So. Das war schon mal ein Satz mit X. Da war aber nichts. Kamera 3. So. Damit ihr wisst, wovon ich spreche. Da. Normalerweise sollte über dem Schwarzen noch ein bisschen Lücke sein. Aber das Schwarze geht hier direkt in das Gehäuse über. Einfach ein bisschen so hier, ein bisschen so. 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 Ne? Warum hat er jetzt kein Weißabgleich? Die Bildschirm ist so hell? Ja, jetzt. So, machen wir hier Fokus. Da. Siehst du? Über dem schwarzen Stecker sollte eigentlich noch ein bisschen Silber sein. Aber die Grafikkarte ist komplett nach oben gedrückt. Müssen wir mal gucken, ob wir. Ja, nee, wirklich gegen arbeiten können wir nicht, weil die Grafikkarte ist so fest, wie sie installiert ist. Wir können höchstens gucken, ob wir hier bei der Verschraubung hier noch ein bisschen Spiel haben, dass wir an der Stelle die Grafikkarte ein bisschen runterschieben können, drücken können vielmehr. Ach, Eliminating. Ich weiß schon, warum ich dieses Netzteil weggegeben habe. Gehäuse. Goddammit. Genau wegen diesen Kindheitskrankheiten. Aber gut. Das soll ja hier ein funktionelles Gehäuse sein, kein schönes Gehäuse. Also können wir mit all diesen Sachen leben und nachts ruhig ins Bett gehen. So, wir machen mal Schrauben hier ein bisschen. Ja, das sieht schon besser aus. Schön runterdrücken, während wir die Karte festschrauben. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich glaube, da muss bei der anderen Seite auch noch eine Schraube rein, damit sich die Schrauben gegenseitig halten. Alter, das kannst du keinem erzählen. So. Voilà. So, jetzt kann ich die Schraube festdrehen. Und die andere Schraube wieder rausnehmen. Alter, ist das. Das nenne ich mal MacGyver. So, hat der HDMI-Stecker jetzt ein bisschen mehr Platz? Ja, hat es ein bisschen mehr Platz. Gucken, ob das HDMI-Kabel auch reinpasst. Sollte. Wirklich zufrieden bin ich noch nicht. Aber besser bekommen wir es auch nicht.
Das ist das Traurige dabei. Das sieht so aus, als wenn das Motherboard zu weit nach oben gerutscht wäre. Oder anders gesagt, als wenn das Bay zu weit unten wäre. Also in die Richtung zu weit in die Richtung ist. Weil das Motherboard kann nicht nach oben gerutscht sein, weil es ist ja verschraubt. Also. Oder es liegt an der Grafikkarte selber. Das kann natürlich auch noch sein. Aber ich meine, ich hab die Grafikkarte ja früher selber benutzt. Und da ist mir sowas nicht aufgefallen. Also kann es eigentlich nur am Gehäuse liegen. Und ganz ehrlich, so wie sich das Gehäuse bisher verhalten hat, ist das doch der verdächtigste Partner. Sag ich jetzt mal. So, schrauben wir diese Blende da wieder fest. Und gucken, ob das Ganze jetzt funktioniert. Gucken, ob der HDMI-Stecker jetzt festhält. Oder ob er wieder direkt nach Jamaika geht. So. Ne, ist immer noch zu wenig, dass der Stecker da vorbeigehen kann. Das Kabel drückt hier auch schon wieder auf der Tastatur rum. Sehr geil. Ich könnte natürlich auch den DisplayPort-Stecker benutzen. Könnte ich mal gucken, ob ich da feinere, also dünnere Stecker hätte. Wobei, nee, die Stecker, die ich habe, sind bei DisplayPort noch dicker. Ist natürlich hier echt so ein bisschen. Wow. Ich sag ja, ich drücke auf der Tastatur rum. So. Aua. Am Mikrofon. So. Wie kriegen wir dich am günstigsten verschoben? Weil die Grafikkarte ist jetzt ja schon ganz schön schräg drin, ne? Also so schräg, weil das Ding halt nach in die Richtung gedrückt wird. Also noch viel weiter schräg machen können wir es gar nicht. Tja. Ich glaube, da müssen wir doch eine andere Grafikkarte einsetzen. Eine, die gar nicht so viel Problem hat. Ich guck mal, wie die Stecker von der GeForce-Grafikkarte sind. Ob die ein bisschen mittiger sind. Nee, sind sie nicht. So. Tja, müssen wir mal gucken. Was wir da am günstigsten gegen machen. Nee, du. Ich glaube, das kriegen wir doch nicht fester. Versuchen wir mal die Verkleidung da abzuschrauben. Ey, weg da, weg, weg da. Gut, schon sofort mit dir. So, ups. So, einmal ab mit dir, einmal ab mit dir, mal weg. So. Jetzt mal gucken. Du kommst erstmal wieder ab. So. Okay. Ich habe eine brutale Idee. Die schon ganz schön brutal ist. Die Grafikkarte hat hier drin echt ganz schön Spiel. Das heißt, während die Schraube locker ist, ja, ich muss es jetzt so machen, sorry. Während die Schraube locker ist,
werde ich jetzt das HDMI-Kabel reinstecken, damit die Karte in ihre Flucht drücken und dann die Schraube festziehen. Und dann ist der Rechner offiziell ein MacGyver-PC. So. Voilà, so passt das. Und so müssen wir die Schraube jetzt festziehen. Nein, du bleibst bitte da, wo du hingehörst. So, kriege ich den Stecker noch raus? Ja, jetzt kriege ich den Stecker raus und rein, so wie sie es gehört. Sehr schön. Alter, das darfst du echt keinem erzählen. Wenn das irgendjemand herausfindet, ja, dann kommt dir gleich die Polizei an und entzieht mir die, wie sagt man? Ja, die Erziehungserlaubnis für den Rechner. Keine Ahnung. Wird der Rechner in ein Heim gesteckt und sieht mich nie wieder. Was vielleicht für den Rechner auch am besten wäre. So, jetzt ist die Grafikkarte so drinne, dass du mal bitte scharf stellst. Ja, dass da über der dass da über dem Stecker noch Luft ist und der diese Luft reicht aus, ja, dass man den Stecker reinstecken kann. Das ist schon echt heftig. Heieiei. Die Grafikkarte sitzt jetzt ganz schön schräg im PC, aber es ist ja nicht so, als wenn ich eine Wahl gehabt hätte. Oder? 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 So, schalten wir das Ding mal ein. Wo ist der Schalter? Da ist der Schalter. Aha, Lüfter geht an. Gucken wir mal jetzt, was der Rechner macht. So, HDMI. Und haben wir Lift ab? Lift off? Ja, komm schon. Tja, scheint wohl nicht zu funzen. So, gucken wir noch mal. Also, wir haben Strom drin, wir haben den P4-Stecker drin. Ich habe jetzt mal kurz aus hier. Guck ich mal, ob die Stecker alle richtig drin sind. Genau, P4 ist drin. Grafikkarte ist zwar schief drin, kann auch daran liegen, jetzt zum Beispiel. Aber sie ist drin. Strom hat sie auch. Und alles andere ist die disconnected. Genau. Jetzt kann es natürlich sein, dass hier irgendwelche von den I.O.-Sachen falsch rum verbunden sind und das Ding dadurch verweigert zu booten. Machen wir nochmal einen Test hier. Weil der piept ja auch nicht, ne? Wir müssen ja auch hören, dass er irgendwann anfängt zu piepen. So, aufmerksam ist, dass die blaue Lampe zwar angeht nach der Zeit, aber die rote leuchtet sofort und leuchtet auch die ganze Zeit. Raus hier aus der Grafikkarte. Ich ziehe mal kurz die HDD-LED raus. So, einmal schwupp, einmal und raus. Jetzt habe ich alle rausgezogen. Geil. Muss ich den Rechner nochmal ausschalten hier. Okay. Dann einmal abschalten. Einschalten und vorverbinden. So, mal gucken, ob er jetzt piept. Jetzt haben wir zwar keine LED-Indikation mehr, aber wie gesagt, wir müssen ja hören, wenn er piept.
Tja, wahrscheinlich ist wirklich die Grafikkarte so schief drin, dass er nicht bootet. Aufgrund dadurch, dass da manchmal Takte nicht geschlossen sind, weißt du? Hey, die Grafikkarte ist echt doomed. Kann das sein? Zieh die mal ab hier. Und zieh die mal raus. Und guck mal, ob der Rechner dann piept. Grafikkarte ist raus. Stecker ist drin und dann gucken wir mal, ob er piept. Seht ihr alles? Ja, ihr seht alles. Könnte natürlich auch die anderen Stecker wieder reinstecken hier. Wo war das? Power LED war 8 und 9. Genau. LED war schräg darunter. Ich guck mal, was passiert, wenn ich die LED andersrum reinmache. Aber er piept auch schon wieder nicht, ne? Also. Okay. So. Power Switch war 8 und 9. Und Reset Switch war schräg darunter. Und die einzigen beim zusammenliegenden Pins, die noch frei sind. By the way. So, dann der nächste Schritt. Clear CMOS. Das bist du. Dann machen wir mal Power Cycle hier. Auf das 3 Sekunden gedrückt halten, reagiert er halt auch nicht, ne? Sehr suspekt. Mal gucken, ob die Grafikkarte, also das Motherboard, irgendwas ausgibt. Kann ich mir aber echt nicht vorstellen, weil wie gesagt, der postet ja nicht mal, der piept ja nicht mal. Von daher dürfte die Grafikkarte, das Motherboard auch nichts sagen. Dann einmal Motherboard, alle Stecker raus und wieder reinstecken. Das gilt auch für den 24-Pin-Stecker, der fast so aussieht, als wenn er gar nicht richtig drin war. So, und wieder richtig rein. Voilà. Einmal alle Riegel raus, also lösen. Und nochmal richtig rein. So. Ich drücke ja dort auf der Tastatur rum. Zum Glück ist bloß der Browser offen. Da kann nicht so viel passieren. Ihre Bestellung bei Amazon wurde erfolgreich abgegeben. Danke dafür. So. Achso, halt erstmal Strom gehen und dann muss ich ja hier mit dem Ding arbeiten.
Ah, nee, muss ich nicht. So. Aha, jetzt fällt sich auch der Lüfter an, hast von der CPU. Oder? Ah, nee, der regelt ein bisschen hoch und dann wieder ein bisschen runter. Mal gucken, ob er piept. Mal gucken, ob er Bild gibt. Nope. Er gibt kein Bild. Achso, wisst ihr, den müssen wir ja auch noch hier bei Sysfan 1 reinstecken. Damit er weiß, dass er einen Systemlüfter hat. Das ist ja jetzt nicht das Problem, was wir jetzt gerade hatten. Wobei, da können wir auch gleich den richtigen Case-Lüfter einschließen hier. Einmal so rum. Und dann einmal da rein mit dir. Wenn du denn möchtest. So. Geht aber langsam an. So. So, müssen wir mal gucken. Mit der Rechner da so Probleme hat. So. Das Kabel ist fest. Das Kabel ist auch fest. Im Netzteil. Kann natürlich sein, dass die Kabel aus dem Netzteil rausgerutscht sind beim Reinstecken, aber die sind eigentlich arretiert. Das sollte also nicht passieren können. Aber so eng, wie wir das Netzteil da reinpacken mussten, kann das halt sein. Von daher überprüfe ich das auch nochmal. So, erstmal den Stecker hier rausziehen. Und dann den HDMI-Stecker rausziehen. So. Schauen wir mal. Ob hier hinten. Ne, die roten stecken drinne, der gelbe steckt drinne. Ja. Dort ist alles korrekt. Das passt. Diese Matte hier. Die ist halt nur magnetisch dran und wenn du da festhältst, dann ziehst du das Ding einfach hoch. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen auf jeden Fall mit der Folge erstmal Feierabend und dann machen wir nächste Folge mal, ja, harte Diagnose. Okay. So, das heißt, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir gucken, warum der Rechner nicht angeht, obwohl jetzt hier im Gehäuse steckt. Von daher, genau, bis dann.